Hi Leute und willkommen zurück auf meinen YouTube-Kanal. Doch bevor wir mit dieser Folge Gaming News anfangen, erstmal eine kleine News für diesen Kanal selbst, denn wir werden endlich Let's Plays machen. Und zwar ab nächster Woche, Donnerstag, geht's los. Allerdings nicht auf dem YouTube-Kanal, sondern Livestreaming. Und zwar nicht über Twitch, so wie es jetzt viele gedacht haben, sondern über Beam. Beam ist ein neuer Streaming-Service, der jetzt auch über das neue Xbox-Update gekommen ist. Dazu könnt ihr euch auf eurem Handy einfach die Beam-App runterladen. Und dann gebt ihr einfach ein. So, könnt ihr euch ja aufschreiben. Es muss genau so sein, wie ich hier eintippe, Tobst Films 210. Dann kommt ihr auf meinen Channel. Und dort wird dann gelivestreamt. Da werde ich auch, denke ich mal, öfter mal was schreiben, wann der erste Livestream losgeht. Also auch hier, folgt dem Kanal hier. Ich schreibe dann immer, wenn es losgeht. Und ja, dann fangen wir jetzt mal an mit den Gaming News. Auf geht's. 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt. Festhalten, jetzt kommt's. Ich nehme dieses Video am Donnerstag auf und genau heute hat Digital Foundry um 15 Uhr nämlich die Xbox Scorpio genau unter die Lupe nehmen dürfen. Da kamen einige interessante Details raus. Um 15 Uhr war ich noch nicht da, deswegen. Egal. Ja, jedenfalls hat man die Xbox Scorpio mal wieder mit der PlayStation 4 Pro verglichen und die ist viel, viel stärker. Das erkennt man dann wirklich ein. 12 GB Arbeitsspeicher hat die Scorpio und die PlayStation 4 Pro kommt gerade mal mit knapp 8 GB hinterher. Was soll man über, aber. Next-Gen-Konsolen sind immer stärker als die Vorgänger, also von daher, was will man denn daran ändern? Hashtag NES. Jedenfalls hat man dann noch Forza Horizon 3 importiert auf Xbox Scorpio, die Xbox One-Version zur Xbox Scorpio. Das hat 2 Tage gedauert, erstaunlich schnell. Und dann lief das Spiel flüssig in nativen 4K. Absoluter Wahnsinn, jetzt kommt das, was ich an Microsoft gebetet habe. Ansonsten wäre meine Scorpio vielleicht jetzt nicht möglich. Wer keinen 4K-Fernseher hat, kann sie auch auf einem 1080p-Fernseher spielen. Passt alles. Die Konsole skaliert sich dann von allein runter, damit man auch auf 1080p-Fernseher zocken kann. Danke Microsoft, danke. Jedenfalls, Preise und Datum sind immer noch nicht bekannt. Da wird bis zur E3 leider noch geflüstert, aber ich denke mal, ich selbst auch. Gegen 500 bis 600 Euro wird die Konsole wieder kosten. Deswegen werde ich auch höchstwahrscheinlich bis 2018 warten, dann ist sie etwas untergesetzt. Und dann kommt sie auch hier auf dem Kanal auf jeden Fall. Mal schauen. Was jetzt auch weggefallen ist, ist nämlich das Xbox Kinect. Das ist offiziell weg. Die Gerüchte haben sich bestätigt. Die Xbox One war die zweite und auch letzte Konsole, die mit Kinect. So, zum nächsten Thema. Was jetzt auch mittlerweile jemandem schon passiert ist, ist, dass man geschafft hat, seine Nintendo Switch zu biegen. Man saß jetzt nicht genau im Bild, sondern allerdings eher, also laut den eigenen Aussagen, war die Konsole sehr viel im Dock gewesen. Man konnte sich erhitzt und der Lüfter hätte das nicht damit gehalten, dadurch hätte sich die Konsole zergebogen. Und jetzt kommen dann die Gerüchte auf, ob sich das auch bei langen Fahrten auch nähert, wenn die Konsole nicht hinterher wird, dass man sie so biegen kann. Ob er selbst sie so einfach gebogen hat oder nicht, ist halt nicht bekannt. Aber das mache ich. Denn im nächsten Monat kommt mein Nintendo Switch, Leute. Oh ja, heißt großes Unboxing. Große Spieltests. Großes Video. Ja, hoffentlich auch viele Aufrufe.
Teil dieses Videos. Call of Duty Infinite Warfare kam ja letztes Jahr nicht besonders gut an, war damals zum Zeitpunkt des Trailers das zweite dislikedste Video auf YouTube, was es gibt, hinter Baby von Justin Bieber. Und jetzt hat man auf jeden Fall schon mal sicher gesagt, dass dieses Call of Duty für 2017 wieder in die Wurzeln geht. Heißt also, es könnte ein Remake von meiner ersten Call of Duty werden. Weil das erste hat ja damals im Zweiten Weltkrieg, wie ich mich nicht dran erinnere, wie ich mich nicht erinnere oder so, gespielt. Und dass das dann wieder so zurückkam oder einen ähnlichen wie bei Battlefield 1, eine Art Battlefield 1 Kopie machen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vor einigen Tagen ist auch das erste Legend of Zelda Update erschienen. Und dabei wurden einige Bugs bei der Nintendo Switch Version entfernt, die hauptsächlich beim MTV-Modus entstanden sind. Die meisten sind entfernt, aber viele, eben Cronkite, sind immer noch da. Freut mich bei mir selbst, ja, sehr gut, weil ich hörte es auch, ich habe mir das auch gekauft, das ist gut. Eigentlich muss man so einen Beweg erfinden. Jetzt die 1 Switch haben, musst du sie dann kaufen. Wäre eine ganz tolle Idee. Und zum letzten Thema für heute, es ist relativ kurz heute, aber ich hatte jetzt im Moment noch fast so gut keine Zeit gehabt. So, jetzt seit fast 4 Wochen ist der Power Rangers Film draußen und es kommen jetzt auch sehr viele Vermutungen, ob das ein neues Power Rangers Spiel erscheint. Denn am selben Tag, wo der Kinofilm kam, in die Kinos kam, wurde auch ein Smartphone-Spiel veröffentlicht. Power Rangers Legacy Wars. Das spiele ich selbst auch. Macht doch fast mehr Bock als Clash Royale, würde ich sagen. Ja? Und es wäre eigentlich, wenn es neu ist, dass ein Power Rangers Spiel kommt. Für Xbox 360 kam Super Samurai, kam noch normales Power Rangers Samurai für Wii 3, für Wii DS, Xbox, PlayStation, glaube ich, auch. Und ich habe das für Wii, für Xbox 360 nicht. Und da, es würde mich persönlich echt freuen, wenn da mal ein Spiel kommt. Auf jeden Fall. So, das waren die Gaming News für diesen Samstag. Mal gucken, wann die nächste Folge kommt. Und ja, ich werde jetzt Leo Manni gucken.